bereit, dein großartiges, glückliches und erfolgreiches Leben zu manifestieren? Dann bist du genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Living Podcast. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin, erfolgreiche Unternehmerin und mein Lieblingsthema ist es, großartige Dinge zu manifestieren. Begleite mich auf meinem Weg und lass uns gemeinsam wachsen, Glück, Freude und Leichtigkeit in unser Leben und in die Welt bringen. Dein großartiges Leben lässt sich einrichten und zwar von dir selbst mit ganz kleinen Schritten, neuen Gedanken, der richtigen Energie und das Besondere in meiner Welt mit der magischen Unterstützung deiner Räume. Im Happy Living Podcast erwarten dich wunderbare Inspirationen, neue Strategien, kleine und große Tipps für die Umsetzung. Und natürlich bekommst du hier deine wöchentliche Portion Motivation und Freude fürs Dranbleiben. Deine großen Ziele und Träume, allerhöchste Zeit, sie zu träumen, zu manifestieren und sie in die Welt zu bringen. Klingt großartig? Dann lass uns gleich loslegen. Intentionen setzen. Ja, heute tauchen wir ein in dieses Thema, warum es so, so wichtig ist, wie wir das am besten machen. Ich gebe dir natürlich auch alles mit, was ich so mache in meinem Leben, denn durch Intentionen setzen kommen wir mit so, so viel mehr Leichtigkeit zu unserem großartigen Leben und es macht einen riesen Unterschied, wenn wir dem Universum sagen, wo es hingehen soll. Lass uns eintauchen, bleibe dran, gleich geht's los. Hallo, hallo und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf ein super spannendes Thema, Intentionen setzen. Und ja, ich habe ja geplant, hier so eine Serie zu starten rund ums Thema Ordnung. Und die startet auch wenn es gar nicht so im Titel ist, weil das Thema natürlich alle Lebensbereiche und Themen betrifft, bin ich doch sehr, sehr inspiriert. Jetzt, wo ich das aufnehme, läuft gerade unsere großartige Power Week von Ordnungsmagie, Ordnung im Alltag. Und ja, es sind über 640 dabei. Es ist unglaublich, welche Energie. Und dort ist, das ist eine Woche, wo wir dieses Thema wirklich leben. Was ist, wenn ich jeden Morgen die Intention setze? Eine bestimmte Übung zu machen. Übrigens, wenn ihr euch die Power Week noch holen wollt für euch, am besten in Ordnungsmagie kommen. Oder schreibt uns gerne auch noch, jetzt wenn der online geht, haben wir es wahrscheinlich noch nicht vorbereitet, dass man die auch extra kaufen kann, aber ich denke, wir werden das auch machen. Also schau da auf jeden Fall hin und melde dich, um das auch auszuprobieren, was das bewirkt in Sachen Ordnung. Wir sprechen heute über alle Themen und Intention, was heißt das eigentlich? Ja, so eine Bestimmung, eine Ausrichtung, etwas geben. Und ich möchte so das Beispiel euch geben, ihr kennt das vielleicht, wenn man spazieren geht. Ja, ich meine, manchmal gehen wir spazieren, das kenne ich auch, und da ist der Weg das Ziel. Ja, aber da ist auch eine Intention. Ich will einen gemütlichen Spaziergang, ich möchte schau mal, wo es mich hintreibt. Auch da ist eine Intention drinnen. Und dann können wir natürlich einen Spaziergang oder eine Wanderung machen, wo wir ganz klar ein Ziel kennen, wo wir hingehen, wo wir sogar ungefähr wissen, welchen Weg wir nehmen, wo wir auch ein Ziel haben. Ja, wir wollen uns sportlich steigern, darum machen wir das. Also das sind mehrere Intentionen in einem. Und dann können wir auch unterwegs sein und einfach herumgehen und eigentlich hätten wir gern ein Ziel. Stellt euch das vor. Aber ich weiß nicht, wo ich hin will. Manchmal kenne ich das von Städtereisen. Ja? Wenn ich, jetzt hätte ich gern ein Ziel und dann irrt man so herum.
Besser ist es, die Intention zu setzen, die richtigen Dinge werden mich finden. Ich lasse mich dort und dort hinziehen und meistens findet man dann die tollsten Sachen. Aber wenn ich gar nicht mit Intention gehe und nicht weiß, wohin, dann irrt man herum und dann kommt man nicht weiter und am Ende ärgern wir uns, weil wir wieder nichts geschafft haben. Und da können wir auch das Ordnungsbeispiel hernehmen, da können wir berufliche Beispiele hernehmen, sportliche, in der Kommunikation, in der Familie, in der Raumgestaltung. Für all unsere Themen gilt das. Wenn wir die Intention setzen, kommen wir so viel leichter ans Ziel. Und da entsteht schon eine Leichtigkeit. Wenn du den Tag startest, sagst, ja, irgendwo werde ich heute Ordnung machen, Überforderung, Unklarheit, für uns selbst, im Bewusstsein sogar, aber vor allem im Unterbewusstsein. Wir gehen halt irgendwie durch den Tag. Wenn ich in der Früh aufstehe und die Intention habe, heute mein Bestes zu geben, in Ordnung, was ist, wenn ich das schaffe, meine Intention ist, am Ende des Tages zu feiern, wie wunderbar mein Wohnzimmer ist und das so zu genießen, dann macht das einen Unterschied. Und das verändert unsere Energie. Das verändert unsere Energie und natürlich auch das Bewusstsein. Wenn wir jetzt auf die Ordnungsmagie Power Week schauen, wir haben uns in der Früh jeden Tag die Intention gesetzt. Zum Beispiel Ordnung im Alltag. Gut, Ordnung im Alltag und nebenbei gebe ich dem Intention, vielleicht, ganz ehrlich, bei der roten Ampel, natürlich muss ich aufpassen, ja, wenn die wieder grün wird, aber bei der roten Ampel kann ich auch Ordnung machen in meinem Auto, weil da 5 in Griffweite 5 Papierstücke herumliegen und die kann ich zusammenfassen und um sie dann mitzunehmen. Ich kann immer diese Intention mitnehmen. Und ganz klar, wir werden nicht immer bewusst dran denken, aber wenn wir mit der Intention durch den Tag gehen, dann werden wir viel öfter bewusst dran denken. Das kennen wir von vielen Beispielen. Ich nenne immer das Beispiel, wie ich mein Auto bestellt habe. Ein weißes Auto, Mercedes GLA mit Schiebedach, ja, habe ich bestellt. Und ich meine, hast du das Auto genau im Blick? Wie oft hast du es gesehen, die letzten 3 Tage und so weiter? Weißt du nicht, weil du das nicht im Blick und in der Intention hast. Wie ich das Auto bestellt habe, habe ich gefühlt an jeder Ecke in Wien das Auto gesehen. Weil ich dort den Blick und die Intention hatte. Wir sehen, wir können nicht alles wahrnehmen, wir können nicht alle 100.000 Bälle, die uns da im ganzen Leben angeboten werden und jeden Tag begleiten, gleichzeitig in der Luft halten. Da werden einige am Boden liegen eine Zeit lang. Mit der Intention entscheiden wir uns. Da möchte ich heute immer wieder dran denken. Dieses Auto will ich immer wieder sehen. Bei meinem Beispiel war es übrigens so, dass dann von einem großen Radiosender in Österreich auf sämtlichen Plakaten exakt dieses Auto war. Konnte man gewinnen, auch mit Schiebedach. Also unglaublich, also es war dann nicht nur das Auto an jeder Ecke, sondern in den Zeitschriften, auf den Plakaten, überall mein Auto. Und das hätte ich gar nicht gesehen, weil wie viele Autos sind auf Plakaten, wenn wir durch die Welt fahren und wir nehmen die nicht wahr. Aber ich habe die Intention und den Blick dort gehabt. Und wenn ihr in der Früh oder wann auch immer startet, ich möchte heute den Blick drauf haben, dann werden wir nicht 100% der Zeit dran denken. Wenn ich in der Früh starte mit der Intention, heute nebenbei Ordnung zu machen, mein Bestes zu geben und dort, wo es geht, gleich die Handgriffe zu machen. Es werden wieder tausende Handgriffe aus der Gewohnheit passieren, wo wir das vergessen.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch, dass es wesentlich öfter ist, dass wir daran denken. Und in der Power Week haben wir das bewiesen, hunderte Leute, die überrascht sind an einem ganz normalen Tag. Es geht nicht darum, für dieses Thema 2 Stunden freizuschaufeln und Zeit zu haben, mitzunehmen, die Intention in den Tag und überraschen lassen, was sich tut. Das Spannende ist, auch das Unterbewusstsein unterstützt uns das dabei. Wir haben eine gewisse Energie. Ja, manchmal kennen wir das, zum Beispiel, da ist so das Gefühl da, wenn ich dort und dorthin gehe heute, dann treffe ich jemanden. Und das ist auch eine Art Intention, die Intention, heute treffe ich jemanden dort. Und dann passiert das wirklich, ohne dass ich dran denke. Aber da ist eine Energie, die ich ausstrahle. Und dann hilft das Universum auch und zeigt sich, ja, die meint das wirklich ernst. Und dann kommt die Situation und die und wir sehen die Situationen, wir nützen andere Situationen, wir denken anders. Und das ist der große zweite Punkt, wo ich hinschauen will. Wenn wir Intentionen setzen, wenn wir sagen, ich will diese Wanderung machen und dort will ich ankommen. Meine Intention ist heute, am Ende des Tages überrascht zu sein, wie viel Ordnung ich nebenbei gemacht habe, obwohl ich eigentlich kaum zu Hause war, obwohl das ist. Und wenn wir so durch den Tag gehen, dann sind wir in einer anderen Energie, weil dann haben wir quasi das Lenkrad in der Hand. Dann steuere ich mein Leben. Voraussetzung ist natürlich, und das ist beim Intentionensetzen die Voraussetzung, dass ich darauf vertraue. Ja, wenn ich zu der und der Hütte wandern will, dann muss ich mich vorbereiten, was brauche ich mit, was gibt's auch, welchen Weg werde ich nehmen, den oder den, welches ist das schnellste oder will ich den mit schönsten Ausblick oder was auch immer. Aber dann gehe ich einfach los. Wenn ihr die ganze Wanderer denkt, oh Gott, werde ich da ankommen und wird vielleicht eine Hürde sein und wird es den Weg nicht geben und werde ich den Weg nicht finden, das wird keinen Spaß machen. Und dann setze ich lauter Intentionen für ja den versperrten Weg und Dinge, die da passieren. Weil das Spannende ist, seid euch dem bewusst, wir setzen immer, immer, immer Intentionen. Nur meistens setzen wir welche, die wir gar nicht so wollen. Oh Gott, heute werde ich wieder nicht schaffen in Sachen Ordnung. Weil heute ist so ein stressiger Tag und ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit ist die Intention, die wir so oft setzen. Schon am Start in den Tag. Oder wir setzen die Intention, dass wir nicht im Geldflow sind. Wir setzen die Intention, dass wir unordentlich sind. Dass wir nicht vor der Entrümpelungsaktion der Schweren im Keller setzen wir schon tagelang die Intention, dass es schwer wird, dass ich wieder nicht entrümpeln kann, dass ich nicht weiß, wie ich das mache. Nehmt wahr, wir setzen immer Intentionen. Und auf die vertrauen wir. Setzt positive Intentionen und dann müssen wir vertrauen. Und das gibt unglaubliche Leichtigkeit. Ich setze für Kleinigkeiten Intentionen. Auch wenn ich diesen Podcast aufnehme. Das setze ich die Intention. Manchmal schließe ich für ein paar Sekunden die Augen. Und das ist jetzt nicht, dass eine halbe Stunde dauert, sondern ein paar Sekunden. Was dieser Podcast bewegt bei einer Person, wie er in die Welt getragen wird, wie ich sein möchte, wie der wächst, was der bewegt für andere, für dich, für die, die ihn in einem Jahr hören, die ihn finden im Internet, für die, die in meinem Team sind, für mich selbst, für die, die meine Programme kaufen und so weiter. Das ist jetzt hier eine kleine Intention. Für Wachstum, für Weiterkommen.
Wenn ich einen Text schreibe, setze ich eine Intention, dass das leicht geht, dass mir Großartiges einfällt, dass die richtigen Worte kommen. Auch jetzt beim Podcast. Die Worte, die sind nicht vorbereitet. Da ist nicht jedes Wort vorbereitet. Ich habe ein paar Stichworte, wo ich weiß, das möchte ich dir erzählen. Aber manchmal kommen dann auch ein bisschen andere Themen und Geschichten einfach auf. Und das gibt ein extrem gutes Gefühl. Und wenn wir im guten Gefühl sind, die Nachrichten vom Glück lassen grüßen, dann manifestieren wir leichter. Und darum ist es so magisch. Wenn ich in der Vorfreude bin, dass ich mein Auto bestellt habe und das sehe ich überall und ich tauche jeden Tag 7-mal ein in das Gefühl, wow, ich freue mich schon, wenn das kommt, dann bin ich in einer anderen Energie und in die komme ich dann auch in meine Beratung und in meinen Call und dann manifestiere ich anderes auf ganz anderen Bereichen. Drum ist es so magisch und so ein Schlüssel, Intentionen zu setzen und so durch das Leben zu gehen. Ich habe damit begonnen, im Großen, im Kleinen, für den nächsten Text, für den heutigen Tag, für die nächsten paar To-Dos, die ich mache. Die Intention, dass ich da schnell durchkomme. Zeit wird so, so anders empfunden, wenn wir mit Intention gehen, also den Weg gehen. Beispiel wieder von unserer Wanderung. Wenn ich eine 2-Stunden-Wanderung mache und mir am Weg permanent denke, oh Gott, wie weit ist jetzt? Werde ich da ankommen? Was wird ein Steilstück sein, das ich nicht schaffe? Was ist, wenn das Wasser ausgeht? Was ist, wenn es zum Regnen beginnt? Dann sind 2 Stunden verdammt lang. Wenn ich mich freue auf dieser Hütte, wo ich hingehe, wenn ich den Weg genieße, wenn ich wunderbare Gespräche führe, wenn ich an großartige Dinge denke und träume von meinen Zielen und Träumen, wenn ich hinblicke, wenn da irgendwo ein Vogel am Weg ist oder ein sonstiges Tier, dann komme ich dort an und habe es gar nicht gemerkt, die 2 Stunden. Wenn ihr das Gefühl habt, keine Zeit zu haben, dann ist das Intentionen setzen, die positiven übrigens, ja, einer der wichtigsten Tools, um in das Gefühl zu kommen, Zeit zu haben. Die nächsten 5 Minuten, da gehe ich mit der Intention durch mein Zuhause, möglichst viel Ordnung zu machen und dann schaffe ich das. Und wenn ich das mit habe, dann werde ich viel, viel mehr umsetzen. Beim Intentionen setzen geht es nicht um die Details, das will ich ganz genau so erreichen. Wir brauchen da nicht im Detail managen. Vertraut, dass die richtigen Dinge kommen. Wir können die Intentionen sehr, sehr groß und weit setzen. Heute will ich wachsen. Heute will ich ein Stück weit ordentlicher werden. Was wir bei den Intentionen setzen nicht machen wollen, ist, dass wir das genaue Wie und Wann und wie schnell ich dort ankomme, da mikromanagen. Ja, das ist entscheidend, wie schnell und wann ich ankomme, wenn ich bei einem Rennen laufe, aber in unserem alltäglichen Leben brauchen wir das nicht vorher mikromanagen, wie sehr ich da ankomme und wie ganz genau und so weiter. Heute gebe ich mein Bestes, nebenbei Ordnung zu machen. Möglichst viele Situationen dran denken und dann loslegen. Und dann vergesse ich es wieder 2 Stunden. Ah, heute war ja die Intention, jetzt mache ich es wieder. Und dann irgendwann komme ich drauf, die letzten 2 Stunden, ich habe so viel Ordnung gemacht, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Und dann kommen diese Ordnungsmagie-Momente oder diese Momente, wo ich dann merke, ich habe überhaupt nicht dran gedacht und eigentlich ein Ziel erreicht und bin gewachsen. In meiner Welt setzen wir viel Intention. Die Intention, wenn wir ein Programm starten. Ich setze oft Intentionen für den neuen Call und sage die auch. Manchmal hier auch im Podcast. Ja, bewusst am Beginn
Großartiges mitnehmen zum Thema XY. Ja, können wir jetzt auch noch die Intention setzen. Was ist, wenn ich da ein Ding mitnehme, was verändert? Wenn wir unsere berühmten Maßnahmenlisten in meiner Welt schreiben, wo wir einfach aufschreiben, was Möglichkeiten, was wir tun können, um zu wachsen in unserem Leben. Seine Intentionen setzen. Wenn wir mein 2023 machen, dann setzen wir Intentionen für ein ganzes Jahr an 8 Tagen oder 7 Tagen jeden Tag, machen Übungen dazu, ist was Größeres. Setz dir die nächsten Tage am Morgen eine Intention. Oder wenn irgendwo ungeliebte Dinge sind. Ihr könnt euch auch eine Intention setzen, beim Geschirrspüler einräumen oder ausräumen. Was ist, wenn ich währenddessen eine coole Idee habe? Was ist, wenn sich das heute ganz leicht und easy anfühlt? Meistens setzen wir davor die Intention, oh Gott, ich will nicht, das ist mühsam. Und das ist dann, wenn uns das hinunterfällt, wenn die Lade klemmt, wenn das ist. Wenn ich die Intention setze, dass es mit Leichtigkeit geht und ich nachher überrascht bin, wie schnell es war und zusätzlich habe ich noch irgendwelche wunderbaren Gedanken. Ich glaube, die Bettina war es aus meinem Team, die erzählt hat, sie hat das Geschirrspüler ein- oder ausräumen so programmiert, dass das Zeit für sie ist, dass sie da eintaucht in ihre Ziele und Träume und dass es eigentlich die Meditation des Tages ist. Wir können die drehen, die Intentionen. Und wir arbeiten mit Intentionen sehr, sehr, sehr intensiv in allen Programmen, natürlich vor allem in der Ordnungsmagie. Und das verändert die Energie unglaublich. Einen Punkt haben wir noch, natürlich die Räume. Unsere Intentionen, die haben wir meistens im Kopf. Ja? Also die Intention für den heutigen Tag oder für diesen Podcast, ja, die habe ich natürlich im Kopf, die habe ich nicht aufgeschrieben und schon gar nicht in die Räume gebracht. Aber die großen Intentionen, dort möchte ich hin, die können wir in die Räume bringen, so will ich mich fühlen. Und ich bin mir sicher, du hast es schon gemacht. Als Jugendliche oder Kinder, da haben wir irgendwelche Idole, Pop-Bands oder irgendwelche Sportler, Sportlerinnen, was auch immer. Und wir wollen uns so fühlen wie die. Und was wäre, wenn wir auch so sind und so weiter. Und wir hängen uns die an die Wand. Wir bringen uns das herein. Und dann erinnert uns der Raum an unsere Intention. Und dann wird sie verstärkt. Wenn ihr große Intentionen habt, bringt die in den Raum. Die Intention für mein neues Jahr, ja, die ist übrigens all in mit Fun, ja, also with Fun, die bringe ich in die Räume. Ich bin überall durchgegangen, wo kann ich da mehr Freude hinbringen? Und es bewegt sich schon was. Weil ja, es kommen wieder anstrengende Zeiten, Herausforderungen und dann können uns die Räume erinnern. Und das können wir auch am Morgen. Die Intention für den heutigen Tag ist XY. Post-it irgendwo hinkleben am WC-Spiegel und immer wenn ich hingehe, erinnern mich die Räume. Heute gebe ich den Fokus, Ordnung im Alltag und nebenbei da mein Bestes zu geben, die Dinge zurückzugeben. Ich gebe mir das Thema Ordnung mit einem Herz, schreibe ich mir auf ein Post-it, gehe mir auf den WC-Spiegel und immer wenn ich dorthin gehe, wenigstens dann denke ich dran. Aber ich kann auch vertrauen, dass ich sonst dran denke und jede Menge weiterbringe. Bringt euch die Intentionen, wenn das große Dinge sind, in die Räume. Das Spannende ist, es braucht auch Training. Wenn das am Beginn nicht so gelingt, keine Sorge. Auch gar nicht negativ darüber nachdenken. Das braucht Training. Und irgendwann denke ich dann automatisch dran und so weiter. Schreibt es euch auf, vielleicht Erinnerungen am Handy und so weiter, um das wirklich zu trainieren und auch mitzunehmen. Wirkt Wunder in Sachen Ordnung, wirkt Wunder in Sachen Erfolg, Zeit haben, aber auch all die anderen Themen. Ja, wenn ihr in ein Gespräch geht oder
in zu einem Besuch, wo ihr hingeht und eigentlich schon auf der Fahrt dorthin denkt, oh Gott, ich will da eigentlich gar nicht hin, es wird immer so schrecklich und diese Gespräche und dann wird da zu viel gegessen oder was auch immer und die streiten immer und ich will dort nicht zu diesen Familientreffen. Dann setzen wir schon am Weg 700 Intentionen, dass das nicht so super wird. Setzt am Weg dorthin die Intention, wie das wird. Ich habe begonnen, wenn ich zu meiner Familie fahre, fahre ich immer den Weg. Und so 15 Minuten, bevor ich dort ankomme, ja, da ist ein Platz, ja, auf dieser Straße dorthin. Und sehr oft steht man dort bei der Ampel. Und wenn ich dort vorbeifahre oder bei dieser Ampel stehe, dann setze ich bewusst die Intention für diesen Besuch. Und das mache ich automatisch jetzt, würde ich sagen, in 80% der Fälle. Setz die Intention für einen Urlaub. Setz die Intention fürs nächste Projekt. Setz die Intention für die Raumgestaltung in diesem Jahr. Setz die Intention für ein Gespräch heute Abend mit deinen Kindern, Partner, mit denen oder denen. Und lass dich überraschen, welchen Unterschied es macht und vor allem, welche Leichtigkeit es in unser Leben bringt. Ich freue mich riesig, wenn du mir berichtest, wo auch immer. Schreib, wo auch immer du den Podcast hörst, auf Apple, Spotify oder in sonstigen Apps. Gerne ein Kommentar, was sich bewegt hat, wie es dir gefällt. Wenn es geht, ein positives natürlich. Freue mich riesig, riesig, riesig darüber. Schreib mir oder mach jetzt auch ein Selfie, poste das in deinen Stories und tagge mich Raumexpertin Maria Husch oder wo auch immer. Ich freue mich immer riesig, auch wenn ich E-Mails, wenn ich Nachrichten bekomme, über das, was es dann bewirkt und was es bewegt. Und ich lade dich ein, diese Folge auch zu teilen, hinauszutragen. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person, wo, wenn du mit der Intention hinausgehst, dann irgendwann der Gedanke kommt, das wäre doch was für die oder den, um da auch zu wachsen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei unserem wunderbaren Happy Living Podcast. Nicht vergessen, wir manifestieren Großartiges mit Unterstützung unserer Räume. Und ja, jetzt gibt's wirklich dann demnächst meine Ordnungsgeschichte und unsere wunderbare Serie, die direkt ums Thema Ordnung geht, denn es gibt ja mein Ordnungsmagie-Programm ganz, ganz neu. Wenn dieser Podcast online geht, dann haben wir schon losgelegt, aber du kannst auf jeden Fall noch auf die Warteliste kommen und halte Ausschau nach neuen Es gibt Masterclasses zum Thema Ordnung und alles Mögliche haben wir vorbereitet. Die Intention für meine nächste Zeit ist, so richtig, richtig viel Energie und Kraft in unsere Räume zu legen, denn die sind die Basis, um Großartiges zu manifestieren. Und da brauchen wir gar nicht viel anderes tun. Wir steigern unsere Energie und dann bewegt sich Großes. So, das war's. Alles Liebe. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.